Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 27. Oktober und das bedeutet, es gibt drei neue Seelensplitter. Genau, und ja, ich stehe jetzt hier schon in der Lagerstätte des Galoppierers und würde vorschlagen, machen wir uns direkt auf die Suche nach den Geistern und die dazugehörigen Seelensplitter. Okay, wir suchen mal den ersten Geist. Ach, da hinten ist ja schon einer. Hier hat er sich versteckt. Was ist das für einer? Moment, da muss ich das kurz einblenden. Genau. Steinmetzgeist. Okay. Magnus Steiner, der beste Steinmetz, den es je gab. Ich sah, wie der große Jarl ihm befahl, einen Runenstein in der Nähe seines Stalls zu zweiteilen. Laut Jarl war dies ein wichtiges Ritual, aber es trieb jedes Pferd in den Ställen in den Wahnsinn. Aus Angst vor Zorn von Jarl floh ich in die Kammer des Steinmetz im Norden. Ich schaffte es allerdings nie ganz dorthin. Mittlerweile muss mein Seelensplitter im Eis festgefroren sein. Oh je, ich hoffe, dass das nicht. Ich hoffe, dass der. Ach so, nee, das geht ja jetzt nicht. Ich hoffe nicht, dass der Seelensplitter im Dinotal ist, also im Reich des. Wie heißt das Reich? Des verborgenen Dinosauriers oder so. Ich hoffe nicht, dass der Seelensplitter jetzt dort liegt. Das wäre natürlich etwas blöd, sage ich, weil dort komme ich nämlich leider noch nicht hin. Schaut mal, hier ist der nächste Geist. Verwirrter Geist. Okay, mal schauen, was hier kommt. Du siehst genau wie mein Lehrling aus. Du bist bestimmt hier, um mir in der Schmiede zu helfen. Worauf wartest du? Das Feuer brennt nicht ewig. Also beeil dich und hole meinen Seelensplitter hinter der alten Schmiede hervor. Okay, bevor der alte Galoppierer davon Wind bekommt. Okay, dann müssen wir nach Morland zur Schmiede wohl. Okay, dann schauen wir noch den dritten Geist uns an. Und dann, ja, und dann machen wir uns auf die Suche nach den drei Seelensplittern. Aber ich hoffe nicht, dass das in dem verborgenen Dinosaurier-Tal, wie auch immer, versteckt ist. Ich hoffe doch nicht, weil das wäre dann nämlich nicht so besonders gut. So, wo haben wir denn den dritten Geist? Wo bist du? Wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Achso, nee, das war ja das von dem Rennen. Ja, denkt dran, ihr bekommt auch hier bei diesem Rennen, bekommt ihr auch diese Seelensplitter, ne? Ich glaube auch drei Stück oder so. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das waren drei Stück. Okay, ich schaue nochmal hier am Eingang. Vielleicht war dort ja noch eine. Vielleicht dahinter oder so. Die sind ja etwas versteckt. Okay, hier ist keiner. Wo ist denn der dritte Geist? Wo bist du? Wo bist du, dritter Geist? Wo bist du? Okay, hier ist keiner. Ich frage mich, ob die auch hier oben sein könnten. Ich kann ja einmal hier hoch. Dort hinauf. Ja, ich kann ja einmal dort hinauf. Wie war ich hier schon? Hier ist doch auch was. Das ist? Nee, der Steinmetzgeist. Okay, den hatte ich schon. Dann war der andere Geist war hier vorne nicht noch. Ah, jetzt bin ich verwirrt. Nee, dieser nicht. Das war ja der von dem Rennen. Ich meinte eigentlich, ja, weiter vorne. Weiter vorne war da nicht noch einer. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wir schauen einfach mal. Hey, wo hast du dich versteckt? Nee, das war, ist doch wieder der. Nee, das ist wieder der Steinmetzgeist. Komisch. Nun gut. Schauen wir mal hier hoch. Vielleicht ist ja hier oben irgendwo einer versteckt. Ja, da ist er. Da ist er. Okay, der gierige Geist. Hier haben wir ihn. So, das Ungeheuer namens Neid verschlang den großen Jarl. Als diesem bewusst wurde, dass einer seiner gewöhnlichen Untertanen zufällig das erreichte, wovon er schon so lange träumte, Unsterblichkeit.
Ich war an dem Tag bei Hof, als Jarl seinem Untertan befahl, ihm das Geheimnis der Unsterblichkeit zu bringen. Da ich dieses Geschenk selbst wollte, bahnte ich mir meinen Weg von den vergessenen Feldern in die Teufelsschlucht. Ich wurde Opfer meiner eigenen Gier, als durch das Wetter Felsen auf den engen Weg stürzten. Das war nicht die Art der Unsterblichkeit, die ich wollte. Ich flehe dich an, finde meinen Seelensplitter. Oh je, wo soll das denn sein? Diese Felder? Okay, ich schaue jetzt mal. Nee, halt, ich muss hier zurück. Okay, ich lasse mich mal an den Ausgang transportieren. Oder beziehungsweise Eingang. Und dann würde ich sagen, machen wir uns doch einmal auf die Suche nach den Seelensplittern. Bei der Schmiede, hinter der Schmiede ist der erste, hat er ja gesagt. Ich muss mal den Ton hier etwas leiser machen, das ist so ziemlich laut. Oh, wenn das hier so vernebelt ist, dann da. Halt, das ist die falsche Richtung. In diese Richtung bitte. Wenn das hier so vernebelt ist, da erkenne ich irgendwie immer überhaupt nichts mehr. Okay, hinter der Schmiede. Hinter der Schmiede. Da vorne ist die Schmiede und dann müssen wir, ja, ich denke dann natürlich nach Jarlaheim. Aber das mit dem Eis, was sie da sagte, was dieser Geist sagt. Okay, schauen wir mal, wo der Seelensplitter ist hinter der Schmiede. Okay, hier ist keiner, wenn ich richtig geguckt habe. Okay, dann sicher von der anderen Seite. Da ist er. Schaut, hier ist der Seelensplitter. Okay, den ersten haben wir. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns direkt in Jarlaheim wieder. So, jetzt bin ich hier in Jarlaheim und da oben ist dann dieses Portal. Und dahinter ist ja eigentlich die Teufelsschlucht. Aber ich sehe gerade, dass das Tor, ja, das Tor ist ja verschlossen. Also in der Teufelsschlucht kann das dann ja schon mal nicht sein. Und ich glaube auch fast, dass das so eine, naja, so eine Art Trick ist, würde ich sagen. Ja, also hier komme ich, oder man kann ja mal gucken, ob der hier vielleicht. Nee, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, weil. Teufelsschlucht, ja, da können wir auf jeden Fall nicht rein. Ich würde vorschlagen, wir machen das anders, weil der Geist sagt ja, dass er von den vergessenen Feldern gestattet ist. Oder besser gesagt, er hat sich den Weg von den vergessenen Feldern hier in die Teufelsschlucht gebahnt hat und dann sind Steine auf den engen Weg gefallen, irgendwie durch Wetter oder so. Und ich weiß nicht, ich denke mal, ja, keine Ahnung, ich wette, dass wir vielleicht erstmal doch von den vergessenen Feldern starten sollten und dann mal schauen, ob wir. Also gehen wir einfach mal den Weg von den vergessenen Feldern bis zur Teufelsschlucht. Also irgendwie, ich weiß nicht, einfach mal den Weg so gehen wie. Ach, ich kann mich sogar direkt dahin transportieren lassen. Das ist ja cool. Okay. Ja, also wie, als würde der Geist, also wären wir jetzt der Geist und würden den Weg gehen wie der Geist. Ich wette, dass wir dann vielleicht da unterwegs was finden. Ich denke mal, die Teufelsschlucht ist so eine Art Trick gewesen. So, okay, jetzt sind wir bei der Unglücksrabenfarm. Und schauen wir mal. Vergessener Weg. Wo sind denn diese vergessenen Felder? Jetzt muss ich doch einmal auf die Karte schauen. Okay, hier hinten sind die vergessenen Felder. Das ist aber groß. Ja. Gut, gehen wir einmal dorthin. Zu den vergessenen Feldern. Vergessene Weg. Okay, wie komme ich denn dahin? Ich denke, ich reite jetzt einmal kurz. Nee, komme ich hier überhaupt? Nee, hier komme ich nicht lang. Vielleicht ist es ja hier. Nee, ich glaube nicht. Nee, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Ich möchte zu den vergessenen Feldern. Okay, ich glaube, hier bin ich richtig. Okay, mal schauen.
Nee, das ist ja der vergessene Weg. Ich glaube nicht, dass. Oh, okay, wir sind jetzt hier bei den vergessenen Feldern. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier etwas finden, was wie ein Seelensplitter aussieht. Da vorne ist wieder so ein Tor. Okay, hier ist. Schau einmal hier drumherum gucken. Irgendwo hier rein. Bin ich noch hier bei. Okay, hier bin ich noch richtig. So, mal schauen. Wie kommt man denn da hoch? Okay, ich reite jetzt am besten einfach mal hier so herum und schaue mal. Aber der Geist sagte noch, dass irgendwie Steine auf dem Weg gefallen sind. Das Problem ist nur, hier sind überall Steine. Hier ist einfach alles voller Steine. Ups, nee, ich muss hier unten sicherlich lang. So, mal schauen. Was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Hier war ich, glaube ich, auch noch nie. Süß hier diese Pilze und so. Der ewige Baum. Ach so, jetzt sind wir ja gar nicht mehr. Okay. Jetzt sind wir aber nicht mehr hier bei den vergessenen Feldern. Ich kann ja mal hier. Ach, schaut mal da vorne. Ach, hier ist einer. Ich habe ihn gefunden. Und da vorne ist noch ein Stern. Oh Mann. Schaut mal, hier ist der zweite Stein. Oder Seelensplitter, besser gesagt. Oh wow, cool. Okay, ich hole mir noch schnell den Stein und dann den. Ach, mein Gott. Den Stern. So, jetzt lasse ich mich mal abholen. Und ich denke mal, im Norden, da ist sicherlich gemeint, hier Weeldale oder bei dem Eis. Ich denke mal, hier Weeldale. Ich lasse mich mal nach Weeldale abholen, weil ich denke, dass da dort irgendwo vielleicht der dritte Seelensplitter sein könnte. Ist mal so meine Vermutung, weil ich glaube nicht, dass ich Weeldale Village, okay. Weil ich glaube nicht, dass das direkt im Dinotal ist, weil sonst könnten das ja die da noch gar nicht hin können, ja nicht sammeln. Also ich glaube, ich denke, ich hoffe es einfach, dass es irgendwo davor ist. Okay, wo ist das Eis jetzt dort oben? Da ist der Norden. Da müsste ja eigentlich der Seelensplitter ja hier irgendwo sein. Ich weiß nicht, kann ich da hoch? Wie weit komme ich denn jetzt dort hoch? Ich reite einfach mal dort hoch. Weil so, ich denke mal, so ein Stückchen, da komme ich doch bestimmt hin, weil der Geist sagte doch etwas mit, dass es im Eis, ja, im Eis steckt oder so. Oh, ich habe ein Token gefunden. Das habe ich gar nicht gesucht jetzt, aber ich habe es gefunden. Ein Token. Klasse. Okay, da haben wir das auch erledigt. Vielleicht, weil hier ist ja jetzt Eis. Oh, ich freue mich schon total auf den Winter. Ich liebe Schnee über alles. Da glitzert was. Oh, ein Stern. Stopp, nein. Oh, wie bekomme ich denn jetzt den Stern dort? Moment, wie bekomme ich den Stern? Also, es gibt's ja nicht. Ich suche überhaupt nicht danach, aber trotzdem. Aber trotzdem finde. Was ist das denn? Achso, das ist ein Baum. Aber trotzdem finde ich noch. Ja, ich wollte eigentlich hier drüber. Nee, ihr Lieben, also den Stern, den muss ich mir jetzt noch holen. Obwohl, mir fällt gerade ein, ich könnte ja auch einfach absteigen. Oh Gott. Abby, was machst du? Oh Gott, geht das tief runter. So bekomme ich ihn doch. Also, jetzt ist aber gut. Ich glaube, ich bin einfach abgerutscht. Oh. So, jetzt habe ich sogar noch einen Stern gefunden. Klasse.
Ich suche jetzt einfach mal den Seelensplitter weiter. Wenn ich ihn gefunden habe, dann geht's gleich weiter. So, ihr Lieben, also ich stehe jetzt hier wieder vor dem verschlossenen Eingang zum Dinotal, aber ich habe jetzt, ja, also ich habe jetzt hier überall gesucht und geguckt. Also ich kann hier nichts finden. Und ja, der Geist sagte ja etwas von, was sagte er, irgendwie schmiedet irgendeine Höhle oder sowas. Ja, also ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was er gesagt hat. Irgendeine Höhle oder so. Ja, die ist dann wohl im Dinotal, diese Höhle. Und er sagt ja, dass der Seelensplitter im Eis feststeckt. Ja, aber ich komme ja nicht hier rein. Also, ja, keine Ahnung. Also, ich habe hier tatsächlich jetzt ja überall gesucht. Ich habe das ganze Wählteil hier abgesucht. Ich finde einfach nichts. Tja, mich würde mal interessieren, ob das hier dahinter ist. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare oder so schreiben, ob der dritte Seelensplitter jetzt hier dahinter war oder nicht. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier leider nur zwei gefunden in diesem Video und ich hoffe, dass es dann morgen etwas besser wird. Und ja, ansonsten dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald.